Guten Morgen, ich wünsche dir einen gesegneten schönen Tag. Unsere Bibelversion von der St. Matthäus 23, Versen 16, Recht 22. Wo jünd, blinde Wachwieser, die sein, wenn einer beim Tempel schwören wird, dort essen es. Aber wenn einer bei der Tempelgalt schwören wird, dann ist einer gebung. Je blinde Norn, wo das Rata, der Galt oder der Tempel? Der Tempel, der Galt heilig macht. Und die sagen auch, wenn einer beim Altar schwören wird, dort essen es. Aber wer bei dort Opfer auf dem Altar schwört, der ist die Bung, die blinde Menschen. Was ist Rata, dort Opfer oder der Altar, der dort Opfer heilig macht? Der, wer also beim Altar schwört, schwört beim Altar mit alles, wo der Boven ist. Und wer beim Tempel schwört, schwört beim Tempel, in dem der Bern wohnt, in wer beim Himmel schwirrt, schwirrt bei Gott sein Traun und bei dem, der du Boven seid. So die Pharisäer, die dann die Schrift einstimmig so leihen, dort und er ihnen verstanden ist nur jetzt. Und du kannst in der Offenbarung nicht reden. Und dort ist eine pharisäische Lehre. Das viele Mal, sie waren sich die Bibel so erstaunt, dass er die Posten wird. Und dort oft mal Trau die Dritten verbirgen, aber solange, was sie dann wohl so wieder leben können, was wird sie wollen. Dort ist, wo sie hier runter sind. So, das sind die pharisäische Lehrer von der und da noch. Die können den Geist Gottes nicht verstehen, wenn er der Herr der Wut Gottes ist. Aber sie predigen hier, weiße Dinge, auf der Buchstube noch. Und wir sollen dort die Buchstube zum Tod führen dort. Das ist ein Zeichen mit Frauen, aber 2. Korinther 3, Vers 6 sagt, er bringt uns bei dir, dass wir im Stand sind, deiner im neuen Bund zu sein. Das neue Bund ist nicht mehr, wo die Bürgstufen von dieser Art sein dann, aber es ist der Jesus Salz, den Gott gibt. Die Bürgstufe führt zum Tod, aber der Jesus, der gibt Leben. So das ist sehr wichtig, dort wo wir von der und auch lernen dann, dort wo wir die Bibel lernen dann, dort wie diese Leute, wo das Neue Testament uns umwenden wird, auch mit uns, mit unserer Botschaft mit annehmen dann, und ob wir nicht bloß auf diese Wahl sprechen dann, wollen dort hier uns klar sein wird, dort wird zum Tod führen wird. Viele Mal sage ich auch, dort die Pharisäer sind, dort die Kirchenlehrer sind, dort die Menschen in der Gemeinde sind, wenn ein Bild werden, für Mond, wenn einer am Beten gödre Ding hört. Zum Beispiel, im Beten betet fertig, als sei er am Beten, ein Klimbet, was andere erbetet, als was sei haben. Einem für Mond und sagen, warum dürfst du das Geld nicht leben, wenn eine Mission nennt? Und weil einer weiß ja nicht mehr, was er sagen soll, und dann bullshit einer von ihr und zehnmal jedere Dinge. Was soll einer entern führen? Und das sind auch bloß pharisäische Lehren. So, die Bibel, die redet nicht gegen diese Dinge. Zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 9 und 1. Petrus 3, Vers 3, die geben uns die Freiheit, dass wir diese Dinge kennen dann. Und was uns die Bibel aber auch auflehren wird, ist, dass wir die anderen Dinge in den Stich gehen dann. Was ich probiere zu sagen, ist, dass Menschen, die probieren, sich die Bibel so anzustellen, dass ernte nicht, ob er den Sinn abwiesen wird. Dort ernte Dollar aus den Ruhekassen wird zugestellt werden. Nur das nicht, gute Wille, gut Gottes Hand, sondern eine Belehrung, dort wie kann wieder auf den Weg gehen, was Jesus Christus will haben, wie sagen wollen. Dort wie für den Nächsten du sein und wirklich wieder sein, wo wir kann rechte Leben gehen. Noch Gott wiedersehen und einen schönen Tag geben.